Hallo meine lieben Löwen. Ja, ich gucke natürlich auch bei euch heute nach den Highlights im November. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Es kann sein, dass du den Löwen im Sonnen- oder Mondzeichen hast oder im Aszendenten oder du schaust hier für einen Löwen, ja? Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also, falls du in einer anderen Konstellation bist, dann drehst du bitte einfach um. Und das Reading ist für den November. Allerdings, ihr wisst ja, Zeit ist relativ, deswegen plus minus, ne? Guti. Dann schauen wir uns euer Highlight an. Liebe Löwen, was ist das Highlight für euch im November? Wir haben den Stern, wir haben die 5 der Kelche. Und wir haben den Ritter der Münzen. Im Unterdeck habe ich hier das Ass der Münzen. Also, das Highlight im November ist, dass du hier in einer Situation, in der du momentan vielleicht wirklich Kummer hast, wo du enttäuscht bist, wo vielleicht auch Unehrlichkeit geherrscht hat, du wirst Klarheit haben, du wirst ja auch spirituell wachsen. Ich habe das Gefühl, zu dir kommen spirituelle Botschaften in Form von Zahlen, Buchstaben, Tieren, Musik, ja, also das könnte hier für dich sehr wichtig sein. Auch beruflich gesehen habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass du hier einen gewissen Kummer vielleicht hast. Auch deine Wünsche, deine Visionen haben sich bisher nicht so gezeigt, wie du dir das vorgestellt hast. Auch das könnte hier ein Thema bei dir sein. Und da sehe ich tatsächlich eine Veränderung, die ganz langsam sich anzeigt. Ja, also du gehst hier Schritt für Schritt in deine Wunscherfüllung. Es kann auch sein, dass du einen neuen Job annimmst oder einen neuen Vertrag unterschreibst. Es kann sein, dass du dich jetzt wirklich so langsam auf dem Weg machst, Dinge neu zu kreieren, dir neue Visionen zu erschaffen, ja, und vielleicht auch mit einem alten Thema auch wirklich in die Bereinigung gehst, in den Ablöseprozess sozusagen. Wir sehen hier auch einen neuen Menschen, der für dich wichtig werden könnte. Es könnte eine sehr attraktive Person sein, ein Mensch, der finanziell in einem angestellten Modus ist, Stabilität hat, ja, und gleichzeitig eventuell aber auch vielleicht einen gewissen Verlust erlebt hat. Vielleicht hast du auch einen gewissen Verlust erlebt, den du jetzt so Step by Step hinter dir lassen kannst. Ja, also das habe ich ja auch für einige drin. Generell zeigt sich hier mit dem Ass der Münzen, ist die zweitgrößte Glückskarte im Tarot und im Stern, dass du hier wirklich deine Wünsche können sich hier erfüllen, auch wenn es momentan nicht danach aussieht, ja. Ganz speziell auch auf die Stabilität gedeutet. Ich habe das Gefühl, du bist irgendwie vielleicht momentan in einer Instabilität. Das kann tatsächlich sich auf deiner emotionalen Ebene abspielen, ja, dass du momentan vielleicht auch nicht so genau weißt, wo gehörst du hin, was sollst du machen, ja. Also es könnte sein, dass du momentan so ein bisschen, ja, da in so einem Kummer bist, ja, und drüber nachdenkst, was ist eigentlich das, was ich mir wünsche und wo finde ich meine Sicherheit, wo finde ich meine Stabilität, was für Chancen eröffnen sich mir, ja, und sowas sehe ich hier. Auch ein Angebot zu einem Treffen nehme ich wahr, was hier auch mit einer Versöhnung zusammenhängen könnte oder mit einer Klarheit, mit einer ein sehr schönes Treffen, ja, das nehme ich ja auch wahr. Und dann kann es auch sein, dass man dann wieder irgendwie heim muss, ja, und dann kommt so ein bisschen der Kummer auf, ja, auch sowas nehme ich hier wahr. Es kann sein, dass du es mit dem Sternzeichen Stier, Steinbock oder Jungfrau zu tun hast oder auch mit einem Wassermann, das kriege ich hier rein. Wir haben hier die Pusteblume für dich. Die steht für das Loslassen, das ist das, was ich gesagt habe, ja, ein alter Zyklus beendet und etwas Neues wird begonnen. Auch eine neue Chance, die sich hier im Beruflichen abzeichnet oder auch familiär gesehen. Vielleicht hast du hier auch einiges an Kummer hinter dir, ja, und du lässt hier sozusagen jetzt los und gehst in eine neue Richtung. Langsam, aber stetig, ja. Es steht auch für den Neubeginn, der sich hier definitiv anzeigt. Wie gesagt, es kann sein, dass du jetzt in eine neue, ernsthafte Partnerschaft gehst, ja, die du dir auch immer schon gewünscht hast. Oder dass sich etwas, was du dir gewünscht hast, eben jetzt auch langsam und stetig in Erfüllung geht. Ja, vielleicht bist du auch finanziell besser gestellt, weil du einen neuen Job machst, ja, und kannst dir viel mehr Dinge leisten, die du vorher dir nicht so leisten konntest. Auch das nehme ich wahr.
Die Farbe Schwarz könnte für dich von wichtiger Bedeutung sein, wie ich reinbekomme. Wir haben hier die Wunderkerzen. Also hier ist Flirterei, ja, hier ist wirklich der Neubeginn, eine Erkenntnis, dass etwas Altes auch ja, seine Zeit hatte. Also eine, ja, ich nehme hier wirklich einen neuen Zyklus wahr, der jetzt beginnt, ja. Und du bist eigentlich schon mittendrin, auch wenn das für dich gerade noch gar nicht sichtbar ist. Auch die Zeit des Kummers wird hinter dir liegen, ja. Also es wird hier ein Moment kommen, wo du wirklich einen Grund zum Feiern hast, wo du eventuell auch wirklich sagst, wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe hier so einen Wow-Effekt bei dir mit drin, lieber Löwe. Okay, schauen wir noch weiter. Huh, Junge, 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 die ist geflippt. Das ist der Neubeginn. Ja, Neubeginn, die Vereinigung. Ich sage ja, entweder gehst du hier in einen neuen Beruf, in eine neue Umgebung. Du leistest dir vielleicht auch ein Eigentum, ja, also ich habe hier auch das Eigentum drin, was hier für dich wichtig sein kann. Vielleicht gab es auch da Kummer, du findest jetzt Lösungen, ja, oder generell auch in irgendwelchen Angelegenheiten, wo du, ja, unsicher warst, zeigt sich, oder die Kummer behaftet waren, zeigen sich jetzt positive Veränderungen, die sehr, sehr, sehr langsam in deine Richtung sich aber entwickeln, ja. Also sowas habe ich hier und es kann hier auch mit einem Umzug zusammenhängen, also ich habe hier auch einen Umzug für einige von euch drin, bezüglich, weil man einen neuen Menschen kennengelernt hat oder weil man auf dem Weg ist in eine neue Beziehung, ja, und man möchte diese Distanz vielleicht auch nicht mehr haben, vielleicht ist eine größere Distanz zwischen euch, die möchte man nicht mehr und somit zeigt sich hier, wie gesagt, mit der Vereinigung an, dass du hier, ja, etwas Altes hinter dir lässt und in etwas Neues gehst, ja. Sehr, sehr schön. Gut, schauen wir weiter. Wir haben hier den Rückzug. Also es kann sein, dass es jemand ist, der sich hier von dir zurückgezogen hat oder es war auch so, dass du dich hier tatsächlich von jemandem zurückgezogen hast, ja. Generell hattest du vielleicht momentan auch gar nicht so große Lust auf ja, viele Menschen, auf große Ereignisse, sondern du wolltest lieber alles sehr ruhig und langsam angehen, ja. Und hast dich hier wirklich auch ein Stück weit zurückgezogen oder zurückgehalten in irgendeiner Angelegenheit. Das kriege ich hier rein. Gleichzeitig, wie gesagt, kann hier eine Versöhnung stattfinden. Es kann auch hier um generelle positive Veränderungen gehen, wo du das Gefühl hast, da hat sich überhaupt nichts bewegt. Bewegt sich auch für einmal wieder etwas, ja, wenn auch langsam, aber ja, es bewegt sich. So, und auch für die anderen kann es sein, dass du hier tatsächlich im November eine Situation haben wirst, wo du nicht dran teilnehmen kannst, aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eventuell, ja, wo du vielleicht auch ein bisschen Kummer hast, ein bisschen traurig bist oder auch eine Sehnsucht nach einem ferneren Ort, nach Urlaub, könnte das hier auch sein, was ich hier reinbekomme. Das ist aber alles nichts Schlimmes und es wendet sich auch zum Guten, ja, also so habe ich das. Oder es ist, wie gesagt, jemand, der im Rückzug ist, der sich von dir zurückgezogen hat, der hier mit dir wieder in den Kontakt kommt. Okay, schauen wir weiter. Meditation bringt dir Antworten. Also für dich ist es wichtig, wirklich hier in die Meditation zu gehen, dich auch durchzusetzen. Ja, das, was du gerne erreichen möchtest, den Ehrgeiz hast du als Löwe definitiv, ja. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass du eben ein spirituelles Wachstum erlebst, ja, also auch deine Visionen, du setzt jetzt das durch, was du dir wünschst und du gehst ja auch keine faulen Kompromisse mehr ein, davon wirst du dich definitiv zurückziehen, ja, auch sowas habe ich hier. Okay. Wir haben hier den Buchstaben P für dich. Jetzt ist es an der Zeit zum Lernen und Informationen sammeln. Genieße es, lernender zu sein, denn in der Zukunft wirst du dein Wissen anwenden. Ich habe auch das Gefühl, du wirst Dinge anders machen als in der Vergangenheit. Du hast hier aus deiner Vergangenheit und aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, wo vielleicht auch viel Kummer geherrscht hat, hast du gelernt, ja. Und es kann ja auch um eine unehrliche Kommunikation in der Vergangenheit gehen. Und diese Unehrlichkeit löst du zum Beispiel auch auf, ja, auch das habe ich hier. Es kann sein, dass du unehrlich warst, es kann sein, dass jemand anders unehrlich zu dir war. Auf jeden Fall wird hier ja, ein ehrliches Gespräch stattfinden, wenn jemand hier aus einem Rückzug wiederkommt, ja. Dann haben wir hier den Erzengel Uriel, den Buchstaben U.
diese Gefühle heilen. So kannst du dich tieferer Liebe öffnen. Ich werde dir helfen, allen Ärger und alle Unversöhnlichkeiten aus deinem Herzen und Geist zu entfernen. Also es geht hier auch darum, dass du Friede in dir selber findest, Frieden in deinem Herzen findest, und das wirst du jetzt auch schaffen. Ja, also das ist dieses Highlight im November. Du lässt etwas Altes los und startest in etwas Neues. Und da hast du auch die himmlischen Helfer an deiner Seite. Also sehr, sehr spannend. Wir haben hier noch den Buchstaben A, Ariel. Neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben sich zu entfalten durch Lernen, Beten und Meditieren. Also Meditation wird für dich wichtig. Neue hellsichtige Erfahrungen könnten für dich wichtig werden. Wie gesagt, vielleicht siehst du auch Dinge auf einmal, die du vorher nicht gesehen hast. Ich habe hier eine Klarheit für dich mit drin. Und jeder, der das Disney-Märchen Ariel kennt, weiß eben auch, da gibt es auch ein Happy End. Und das sehe ich hier für dich, ja? Eine neue Chance, die hier auf jeden Fall reinkommt zum Happy End. Die Sternzeichen, die für dich wichtig sein können, ist Wassermann. Wir haben hier die Zwillinge. Wir haben den Widder. Wir haben den Stier. Und wir haben hier den Krebs. Und im Unterdeck habe ich hier noch die Waage. Also du hast hier auch sehr viel Luftelemente liegen. Das heißt also, alle drei Luftelemente sind dabei. Es kann sein, dass du das Luftelement stark in deiner Chart vertreten hast. Ja, oder dass du es auch mit einem Luftelement zu tun hast. Oder du bist wirklich momentan sehr, sehr im Kopf. Ja, versuchst die Dinge für dich irgendwie realistisch zu strukturieren und kommst aber irgendwie nicht so ganz klar. Ja, das habe ich ja auch. Das wird sich ändern. Du wirst klarkommen, du wirst auch wieder Struktur haben und die Dinge werden sich bewegen. Ja, also das ist auch noch was. Und die Sternzeichen, muss ich auch dazu sagen, sie können passen, sie müssen aber nicht immer passen. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir weiter. Der Heilstein für dich ist der Kyanit. Zeit nehmen für sich selbst. Ja, also ich sag ja, du hast hier wahrscheinlich im Moment auch gar keinen Bock so wirklich auf Trubel, ja, auf große Feiern und Feste, sondern du brauchst hier irgendwie Zeit für dich selbst, weil hier ist irgendwas, wie gesagt, was dich schon belastet, wo du schon ein bisschen traurig bist oder wo du Dinge jetzt wirklich in die Bewegung bringen musst, und das verlangt eben auch sehr viel Zeit von dir ab, ja. Das kann ja auch wichtig sein. Es ist jetzt absolut notwendig, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren und auf dich selbst achtest. Ja, das ist so die Botschaft. Und es kann sein, dass du es hier mit einer blonden Person zu tun hast oder du selber bist blond oder mittelblond, dunkelblond. Ja, das habe ich hier auch. Wichtig ist, dass du dir genug Zeit nimmst für deine Dinge, für deine Belange und dich da auch durchsetzt. Lass dich nicht von jedem antreiben, Dinge zu erledigen oder Dinge zu machen, wo du eigentlich gar keine Zeit für hast. Ja, das ist auch etwas, was ich hier reinbekomme. Schauen wir noch mit den Zahlen. Ja, wir haben hier für dich tatsächlich Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt spiegelt dich. Also ich glaube, du bekommst hier viel gespiegelt, ja, im Außen. Und hier ist es auch wichtig, wirklich auf deine Gedanken und auch auf deine Emotionen zu achten, ja. Das ist das, was mir hier reinkommt. Wir schauen mal weiter nach einer Zahlenbotschaft für dich. Wir haben hier die Zahl 11. Es kann sein, dass du hier tatsächlich auch einen größeren Freundeskreis hast oder auch nur wenige Freunde, aber dafür sehr, sehr gute Freunde, auf die du dich verlassen kannst. Auch die stehen dir hier zur Seite, das nehme ich hier auch wahr. Es kann sein, dass du die 11-11 häufig siehst oder dass du die Doppel-1 irgendwie in deinem Kennzeichen, in deiner Telefonnummer oder Postleitzahl hast, ja. Oder dass der Monat 11 jetzt für dich auch wirklich wichtig wird. Ja, und dann haben wir hier der 11.2., das könnte ein wichtiges Datum sein, der 2.11. Der wäre tatsächlich heute und es geht gut voran, ja. Die Dinge, auch wenn sie langsam sind, du hast hier nicht die größte Geduld, du bist hier ein Zeichen, was eigentlich auch sehr schnell voranschreitet, ja, ehrgeizig, zielstrebig ist, und es könnte sein, dass für den einen oder anderen hier es wirklich ein wenig zu lange dauert, aber hier sagt es wirklich, es geht gut voran, lass den Dingen ihren Lauf, ja. Die 22 könnte auch für dich von wichtiger Bedeutung sein, die 21 und die 12. Die 12 würde für den Rückzug stehen, für den gehängten Modus, ja.
Oder es ist auch die Zahl 3, die mir reinkommt mit der guten Chance, die hier definitiv liegt, ja, die für dich jetzt im November sich auch als absolutes Highlight für dich anzeigt. Also auch nochmal eine schöne Botschaft. Vielleicht sagen dir die Zahlen etwas. Wir haben hier den Marder, das Wiesel, das Hermelin. Befreiung und Kühnheit. Du kannst dich jetzt aus alten Situationen und Fesseln lösen und dein Glück neu schmieden. Öffne dich für ein Wunder. Also besser kann ich es nicht beschreiben. Ja, also das ist das, was hier liegt. Das ist das, was ich hier auch schon gesagt habe. Ja, also auch noch mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft für dich. Hier geht es um Befreiung und dafür braucht man auch Mut. Und ich glaube, dass hier schon auch, dass du hier mutig vorangehen wirst, ja, deine Ziele zu erreichen und dir deine Wünsche zu erfüllen. Okay. Von den Charms haben wir hier das Kleeblatt, ja, was für das kleine Glück steht, der Schlüssel, wo sich die Knoten definitiv lösen, mehrere Treffen und Einladungen, die hier auch im November für dich wichtig werden können. Ehrlichkeit, die mir hier auch angezeigt wird, ja, wir haben hier den Hammer, es kann sein, dass du dich auch kreativ beschäftigst im November, dass du etwas erschaffen wirst mit deinen eigenen Händen, das kommt mir rein, dass du etwas zusammenbauen wirst, vielleicht auch neue Möbel, ja, eine neue Anschaffung liegt hier, Renovierungsarbeiten, so etwas habe ich hier liegen, ja. Generell haben wir hier auch noch den Fisch mit den finanziellen Themen, die sich hier auch zum also zu deinem Guten entwickeln, ja, wo auch eine positive Überraschung eventuell für dich mit drin ist, sei es in Form eines Geschenkes, ja, also auch das kriege ich hier rein. Wir haben den Eiffelturm, auch das Land Frankreich könnte für dich wichtig sein oder tatsächlich die Sprache Französisch, auch auf leidenschaftlicher Ebene, vielleicht magst du das besonders gerne. Ja, aber ich krieg's hier tatsächlich rein. Es kann auch sein, dass eine Reise ansteht oder dass jemand wirklich weiter von dir entfernt ist. Ich habe hier wirklich eine gute Entwicklung, keine Probleme bei einer Reise, bei einem Trip sozusagen, ja. Hier haben wir das Herz mit den Flügeln dran. Das ist der Seelenpartner, der hier zu dir kommt. Ja, hier schließt sich definitiv etwas auf. Hier möchte man sich auch gegenseitig den Schlüssel zum Herzen geben oder wird ihn überreichen. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Und mit dem Teddybären kann es ja auch wirklich sein, dass man hier über Kinderwunsch, über Kinderplanung, über Familiengründung spricht, sofern das noch ein Thema ist. Ja, ansonsten geht es hier wirklich auch um einfach die Verspieltheit, die man zueinander hat, ja, der gute Humor und man ist ja einfach auf einer Wellenlinie. Das ist das, was ich hier habe. Also auch ein sehr, sehr schönes Orakel, muss ich sagen, meine lieben Löwen. Und damit belasse ich es jetzt auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen November. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.